Herzlich willkommen zu einer Let's Play Folge von Perfect Cell. Ihr seid hier auf dem Kanal von Core Gaming VS. Ist jetzt mein erstes Let's Play. Gezockt wird auf dem iPad. Und ich schlage vor, dass ich jetzt einfach mal drei Levels oder so mal spiele. Und falls es euch gefällt, würde ich euch bitten, einfach zu kommentieren oder mir eine Message zukommen zu lassen, das zu liken. Und dann würde ich mich dann auf jeden Fall dazu entscheiden, hier auf jeden Fall im Bereich Perfect Cell weiterzumachen. Gerne könnt ihr mir auch Nachrichten, Kommentare schreiben, indem ihr irgendwelche Vorschläge macht, was noch so cool ist zum Spielen. Und das wird dann natürlich auf höchster Qualität und hier präsentiert. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass euch das gefällt. Und ich würde vorschlagen, wir legen jetzt mal direkt los hier mit Perfect Cell. Also gezockt habe ich immer schon ein bisschen, auf dem iPhone schon durchgezockt und ja, beginnen wir einfach mal hier mit Level 1 und legen mal los. Die Vorgeschichte oder das Intro will ich uns gerne ersparen. Es geht einfach nur darum, ich erzähle es euch kurz, dass es eine Materie aus dem All ist, die gefunden wurde und in einem Labor jetzt festgehalten wird und alles weitere werden wir jetzt sehen, was passiert. Okay. Also, wenn man sich nicht bewegt, kann man hier erkennen, dass die Materie unsichtbar wird. Man tippt hier einfach nur in die gewünschte Richtung. Hoch, runter. Dann bewegt sich das dahin. Ja, noch eine kleine Info. Wenn man jetzt swiped, ja, zum Beispiel hier von links nach rechts, ist das ein schneller Move, wie ich das jetzt beschreiben würde. Hier oben können wir einen Knopf erkennen, einfach hingehen und schon öffnet sich hier die Türe. Man kann auch einfach gedrückt halten und den Bildschirm so entlang swipen, wo man will und kann sich somit fortbewegen. Ups, genau, jetzt gehen wir hier mal durch die Scheibe. Upsala, na gut, keine Zeugen, machen wir hier alle tot. Also ich habe gehört, dass man das Spiel auch durchzocken kann, ohne einen zu töten. Ist aber langweilig, oder? Was meint ihr? So, hier haben wir auch einen Laser. Den nicht berühren, weil hier kommt man einfach nicht voran und man verliert echt richtig gut Lebensenergie. Und deswegen hauen wir hier mal weiter rein. Oh je, hast du Angst? Bringt alles nix. Genau, hier unten ist nix, hier oben. Und somit haben wir schon das erste Level geschafft. 7 Menschen getötet. Passt. Weiter zu Level 2. Naja, hier am Anfang ist es noch relativ leicht, einfach zu durchschauen. Was natürlich später auf jeden Fall komplizierter wird. Und jetzt schauen wir hier einfach mal, wie weit wir kommen. Ja, da macht hier noch Akrobatik, hä? Kann er nicht noch normal sterben einfach? Achso, auf was warte ich denn? Ich war jetzt so fasziniert. Und hier haben wir schon Terroristen, die hier ein bisschen Palaver machen. Am besten diese Terroristen immer von hinten angreifen, weil sie im späteren Spielverlauf, da gibt es dann auch noch so Elite-Einheiten und die können sich auf jeden Fall sehr, sehr gut verteidigen. Das war jetzt nicht schwer. Genau. Haben wir das hier auch geschafft. Weiter geht's. Man merkt, das Spiel führt einen ziemlich langsam, aber sicher an das Spielgeschehen heran. Somit ist auch die Gefahr der Überforderung auf jeden Fall nicht da. Genau.
Am besten auch immer schnell reagieren, schnell machen. Ansonsten, ja, keine Ahnung, ist es dann ein bisschen stressig, wenn man entdeckt wurde und die ganzen Terroristen dann auf einen ballern. Was Trial and Error angeht, habe ich bis jetzt noch nichts mitbekommen oder ja. Ich glaube, das Spiel ist ganz gut ausbalanciert. Na, weiter geht's. Machen wir hier ein Massaker. Also, passt. So. Okay. Wie gesagt, am Anfang ist es noch sehr leicht zu durchschauen. Levels sind auf jeden Fall richtig cool gemacht. Und macht auf jeden Fall Spaß. Also ich würde mich freuen über Kommentare, über Likes und bitte einfach schreiben, ob ich hier weitermachen soll. Und dann bis zum nächsten Mal. Andere Spiele folgen natürlich auch. Auch hier sind Wünsche gerne entgegenzunehmen von mir und einfach Bescheid geben. Viel Spaß, Core Gaming VS. Let's play, let's go und haut da rein.